Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch auf ein neues Video. Ja, Freunde, in diesem kurzen, knackigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr in dieser Woche euch das orangene DJ Pooh T-Shirt in GTA Online freischalten könnt. Das Ganze ist nämlich eine neue Special-Aktion von Rockstar Games und zudem funktioniert das Ganze wirklich mega einfach und das werde ich euch heute hier in diesem Video zeigen. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden da draußen zu teilen, damit die auch dieses seltene T-Shirt in GTA Online bekommen können. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir auf Instagram wfg-yt und dann würde ich sagen, starten wir direkt in das eigentliche Video rein. Also, let's go! Und ja, Freunde, zunächst einmal zeige ich euch jetzt, wie dieses T-Shirt aussieht. Das seht ihr nämlich jetzt gerade hier im Hintergrund. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum blende ich euch nur dieses Bild hier ein? Freunde, das T-Shirt könnt ihr jetzt noch nicht direkt in GTA Online bekommen, denn das bekommt ihr erst am 21. Januar. Allerdings müsst ihr jetzt schon, damit ihr das Ganze am 21. Januar bekommt, etwas in GTA Online machen. Meiner Meinung nach sieht das T-Shirt auf jeden Fall richtig fresh aus und deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, wenn euch das T-Shirt genauso gut gefällt wie mir, schaltet es euch in GTA Online frei. Und was müsst ihr jetzt nun machen? Zunächst einmal, wenn ihr das Ganze alleine euch freischalten wollt, braucht ihr eine eigene Agentur und da müsst ihr euch dort zu eurem PC begeben und euch dort an eurem PC einloggen und dann müsst ihr einen VIP-Auftrag starten, nämlich heißt dieser VIP-Auftrag das Treffen. Das ist die allererste Mission mit Dr. Dre, die eben dort beim Golfclub spielt und diese Mission müsst ihr dann eben an eurem PC ganz einfach starten. Wenn ihr jetzt noch sagt, okay, ich habe auch noch einen Kumpel, der sich das T-Shirt auch freischalten will, dann ladet den noch in das Jobmenü davon rein und dann startet das mit eurem Kumpel zusammen. Solltet ihr die Agentur aber nicht besitzen in GTA Online, ihr aber einen Kollegen habt, der die Agentur hat, dann soll er euch bitte in den Job einladen, dann schaltet ihr das T-Shirt trotzdem frei und das, obwohl ihr eben keine eigene Agentur habt. Ja, und wenn jetzt nun die Mission gestartet ist, dann kommt jetzt das, was wahrscheinlich am ekligsten ist. Und zwar erstmal so ein 5- bis 10-minütiger Clip, den ihr euch dort geben müsst mit Dr. Dre auf dem Golfplatz. Also, warum Rockstar Games das nicht gemacht hat, dass man den Clip skippen kann, fragt mich nicht, Freunde. Der ging mir genauso auf den Sack, wie er euch höchstwahrscheinlich auf den Sack gehen wird. Und ja, nachdem der Clip eben dann zu Ende ist, dann könnt ihr diese Mission eben schnell zu Ende spielen. Und nachdem ihr diese Mission zu Ende gespielt habt, habt ihr dann auch schon alles gemacht, um eben dieses orangene DJ Pooh T-Shirt in GTA Online zu erhalten. Wie gesagt, das T-Shirt bekommt ihr nicht direkt, nachdem ihr die Mission abgeschlossen habt, sondern erst am 21. Januar. Deshalb habt ihr auch noch bis dahin Zeit, das T-Shirt freizuschalten. Also wenn ihr das jetzt nicht heute direkt macht, bis zum 21. haltet das mal in eurem Hinterkopf, könnt ihr das T-Shirt noch freischalten und dann bekommen alle Spieler, die bis zum 21. Januar eben die Mission das Treffen, da diese Golfclub-Mission mit Dr. Dre bis dahin gespielt haben, bekommen dann eben am 21. Januar das orangene DJ Pooh T-Shirt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Ich wäre raus. Hören uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.